Wir sehen uns vor Gericht. Wenn ich alle verurteile. Can't understand you. Volli Higanbana. Mugambala. Wie hat er sein Chocobo schwarz bekommen? Racist. Back to your country. Ach, Südost, ich bin ein fucking Idiot, ey. Aus der Windelterquelle. Delicious. What power? Hat er nicht gesagt. Gesagt wipe hour. Smell a lie. Smell a penny. Das war auch in einem Murdoch-Video, glaube ich, oder? Wo, ja, ja, stimmt, ja. Wo sie mit Schäkel. Da wurde grünen Rauch aus dem. aus seinen Nasenlöchern rausströmen. Oder reinströmen, weiß ich. Windhexagon. Ich finde die Rüstung von Emmerich richtig cool. Ist schön. Royales Blau und Gold. Emmerich? Ja. Achso, ja, ja. Emmerich. Ah, jetzt muss ich wieder raus in die Steppe hier. Pickle Rack, ja, ja. Quertas. Mögen Sie Quertas? So. Es ist so, wie es sein soll, aber. So eine Arktis-Mission, wenn man da raus muss. Der Prüf für Abalatia. Notiert. Als ob du in der DDR aufgewachsen wärst. Warum seufzen wir so? Magst du es nochmal laut sagen? Naja, okay. Ein Tag später. Oh, oh. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt festgenommen wurdest. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist komisch, was suspicious. Ja. Du musst falsch gemacht haben. Ich hätte gut daran getan. Schwarzeisenbrücke. Ishibushi. Ishibushi. Was für Krieger? Das ist ein komischer NPC-Name, Ishibushi. Hab ich den Eltern?
Onishishu. Oh, Ishi hat leider viele Bedeutungen. Ja? Chair, Couch, Death by Hanging, Doctor, Dying Wish, Having a Person Under One's Control, Intention, Office, Physician, Position, Posthumous Child, Purpose, Ruins, Seed, Stone, Volition, Will. Genau. Läuft. Muss man noch wissen, wie man es schreibt. Aber das kann man leider nicht nachschauen. Im Spiel. Bist du dabei? Mit Vergnügen, wenn es sein muss. Ja, mit Vergnügen natürlich. Ich bin immer ready. Eventuell können wir ein paar Leute verurteilen. Ja. Bei Halone. Apropos, ich muss nach Ishgard. Ich habe gehört, da gibt's Heretiker. Du bleibst schon, wo du bist. Ich bringe auch gebratenen Lauch mit. Einfaches Gericht aus dicken Lauchstangen, die mit reichlich Knoblauch angebraten wurden. Oden. Ein Mischmasch aus Gemüse, Fleisch und Meeresfrüchten, das in einer leichten Fischbrühe langsam und ewig lange gekocht wurde. Ewig lange. Ewig lange. Sounds good. Fetter Eisbär. Was? Ja, genau, welch große Ehre. Verbeug dich. Da waren zwei Eisbären im Keller und ich habe sie umgebracht. Okay. Ah ja, du suchst die Heretiker. Heretics. I'm so goddamn hungry. Eat your food. Habe nichts. Well then. Show the mercy of death. Kannst du ihnen unsere Lage schildern und sie dazu bewegen, zurück in ihre Heimat zu kehren? Kein Problem, Dude, da bin ich Experte drin. Send them back. Back. You have to go back. You have two options. Going back or dying. Burning. Burn. In holy fire. Yum. Yeah. And in holy fire. Burning holy fire. Unsere Landsleute hart gearbeitet, um sich für die Güte, die sie erfahren haben, erkenntlich zu zeigen. Nehmt euch ein fucking Beispiel. Krit, 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 also krit. Nächster Hauptszenario Auftrag? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Bist du low? Kannst du noch nicht annehmen? Alfino möchte nach Akafa aufbrechen. Der ewige Kreis.
nötig. Gut aussehende Hasenbraut. Jetzt sind mir alle zu groß. Wir sind zu groß, um cute zu sein. Mhm. Das haben sie richtig erkannt. Die erfüllen einen anderen Zweck. Die müssen nicht cute sein. König Hien, lasst mich noch einmal für die Einladung danken. Es ist mir eine große Ehre. Ganz meinerseits, das Landhaus ist ein guter Ort für ruhige Gespräche. Du sagtest, du bist hier, um über Frieden zu verhandeln. Wenn ich mich nicht täusche, werden Friedensverhandlungen üblicherweise zwischen gleichberechtigten Ländern geführt. Bisher war ich aber der Ansicht, dass das Galäische Kaiserreich Doma nicht als eigenständiges Land anerkennt. Das ist richtig. Doch nun ist Kaiser Varys gewillt, Doma seine Unabhängigkeit zuzugestehen. Der führt doch was im Schilde, ey. Zu führen. Kann nicht sein. Kaiser Varys. Reichsgründer Kaiser Solus hat das galäische Herrschaftsgebiet mit 74 Jalme Richtung Osten. Ob zu Recht oder Unrecht, möchte ich heute dahingestellt lassen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass Kaiser Solus damit allein das Ziel verfolgte, die Primae zu beseitigen. Die Primae entziehen dem Planeten seine Kraft und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Darin stimmen wir mit euch überein und Kaiser Varys hofft, dass uns diese Gemeinsamkeit eine ergiebige Zusammenarbeit ermöglicht. Endlich sehen sie es ein. Es geht nur darum, diese scheiß Primae zu töten. Glorious. Daher lautet unser Angebot, wenn Doma zusichert, niemals einen Primae zu beschwören und verspricht, ein erneutes Erscheinen des Primae der Kojin zu verhindern, dann erkennen wir im Gegenzug Doma als befreundetes und unabhängiges Land an. Wir Domaner werden niemals einen Primae rufen und es liegt in unserem eigenen Interesse, mit aller Kraft gegen Susanoo vorzugehen. Ich möchte bloß anmerken, dass die Kojin ihren Gott nur um Hilfe anflehten, weil sie sich bedroht fühlten. Solange man sie in der Rubinsee in Ruhe lässt, werden sie keinen Primae beschwören. Aber sogar jetzt führen galäische Soldaten kriegerische Aktionen in der Rubinsee durch. Wenn dies nicht aufhört, kann ich für nichts garantieren. Ja, ich verstehe deine Bedenken. Das Kaiserreich hat sich nicht immer gerecht gegenüber den wilden Stämmen verhalten und damit primäre Beschwörungen provoziert. Eine leidliche Erfahrung, die man sicher auch in Eorzea gemacht hat. In der Tat. Meist waren es Bedrohungen von außen, welche die wilden Stämme veranlassten, ihre Götter zu Hilfe zu rufen. Die Beschwörung von Lakshmi zum Beispiel war das Ergebnis der galäischen Aggression in Alamigo. Hm. Ein höchst bedauerlicher Zwischenfall, der gezeigt hat, dass die Primalbedrohung nicht durch Waffengewalt, sondern nur durch Frieden und Kooperation gelöst werden kann. Öfter benutzt. Aus dieser Überzeugung heraus plädiere ich zusammen mit den Popularen schon lange für einen friedlichen Umgang mit den Provinzen. Nun hat Kaiser Varys unserem Anliegen endlich Beachtung geschenkt. Kaiser Varys, based and primae pilled. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es noch immer viele Galear gibt, die sich für das einzig wahre, das auserwählte Volk halten. Ihre Fraktion der Optimaten verfügt über viel Macht und Einfluss. Sie waren es auch, die das waffenstarrende Luftschiff in die Rubinsee schickten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr geschieht. Dafür wären wir sehr dankbar. Wenn allerdings zwei Fraktionen innerhalb des Kaiserreichs so unterschiedliche Interessen verfolgen, scheinen mir die Voraussetzungen für Friedensverhandlungen fragwürdig zu sein.
Mir ist bewusst, dass es euch nicht leicht fallen kann, an Frieden zu glauben. Deshalb schlage ich vor, dass wir zunächst unser gegenseitiges Vertrauen stärken. Und zwar durch einen Gefangenenaustausch. More heretics approaching. Das ist doch ein Trick. Interessant. Wir entlassen alle Domaner, die wir zum Militärdienst eingezogen haben. Im Gegenzug gebt ihr alle galäischen Soldaten frei, die sich in domanischer Gefangenschaft befinden. Selbstverständlich betrachte ich meine Schwester ebenfalls als solch eine Kriegsgefangene Domas. Yotsuyu, wie kommst du darauf, dass sie unsere Gefangene ist? What? Die Heretics verwandeln sich in Drachen. Mit offenen Karten spielen. Du hast Drache oder Drachkind sind oder unnötig in die Länge gezogen werden. Eieiei. Ich möchte den Optimaten die Effektivität von Friedensverhandlungen beweisen. Sie setzen auf Gewalt, aber was haben sie damit bisher erreicht? Außerdem vermisse ich ganz einfach meine Schwester. Du nennst die Dinge direkt beim Namen. Das gefällt mir. Ich werde genauso offen sprechen, doch möchte ich um etwas Bedenkzeit bitten. Selbstverständlich. Dürfen wir hier in Doma auf deine Antwort warten? Ja, solange die Verhandlungen andauern, dürft ihr euch frei bewegen. Yugiri, du wirst unseren Gästen als Führerin dienen und dafür sorgen, dass ihnen nichts geschieht. Vielen Dank, König Hien. Ich sehe deine Antwort freudig entgegen. Schön. Nein, Alize, ich will auch auf die politische Bühne, du fucking Kant. Bluthorde. Blood. Alize möchte sich gerne die Zeit vertreiben. Aha. Hör auf ins Bordell. Ja. Spread them, bitch. Komischer Galea möchte ein persönliches Gespräch mit mir. Fuck off.
sehr gut tun. Möchtest du denn mitkommen? Ich begleite euch gerne. Eigentlich lieber nicht. Worum geht's denn? Ich kann mir jetzt entscheiden, ob ich Begleitschutz von dem Typen machen will oder nicht. Glaubst du, der Typ hat was Gutes im Schilde? Nee, deshalb gehe ich mit. Außerdem ist Yugiri dabei, das ist eigentlich der Hauptgrund. Na dann, auf. Auf geht's. Ich bin aber dabei. Yugiri, kommst du auch mit? Ja, da bin ich dabei. Dauerfab. Ultrafab. Was hörst du jetzt auf dem Maul? Apropos Thirst. Kurz auf Toilet. Black Mage, disgusting. Amazing. Disgusting, amazing. Ja, weil hier ist ein Lancer. Ein Lancer. Ein Dragoon meinst du? Nein, ein Dancer. Ein Tänzer. Achso, ein Dancer. Dance. Lancer. Spinner Lancer. Lanzmann. Schön aus Landshuder. This behavior is more suspicious. Hashizuba. Gesundheit. Danke. So niese ich nämlich. Hashizuba. Hashizuba. Ishibuchi. Machi, Gachi, Muchi. Gachi, Gachi. Ah. Ja, genau.
Wer mag das nicht? Kruzifix, wie komme ich da hin? Verdammter Scheiße! Warum die Mobs alle so viel leben? Weil du jetzt im Line Addon bist und das so ist, normal. Wir haben alle 50.000 HP. Ja. Und? Wollt ihr 50.000 DPS machen? Genau. Mhm. Vorhead. Ah, ich selber drauf kommen können. Bist du aber nicht. How retarded can we get? Wir werden sehen. Vor ein paar Jahren nochmal. So ungefähr wird es dann laufen. Ja, nee, das ist ja Low IQ Humor. Ich meine, wir sind ja einfach nur Autistik. Mm. Oh. Nice. Na, ein bisschen zu weiß, muss ich sagen. Ich bin ja eher der schwarze Freund. Das ist ja ich muss meinen Schnauf mal. Das war die ganze Lüge aufs Augen. Lügner. Smells like Bullshit. Blitzhexagon in den Arsch. Du bist doch wahnsinnig. Nee, die Definition vom Wahnsinn lautet anders. Wissen sie ganz genau. Die Definition vom Wahnsinn kommt aus einem Far Cry Spiel. What? Hm. Wie ist es mit dem, wenn man sich immer das gleiche macht und verschiedene Sachen wartet? Das kommt vom Far Cry. Das kommt aus Far Cry. Ich dachte, es kommt von Albert Einstein. Von Adolf Hitler. Hat er nicht gesagt. Ah, ne, da hat er wirklich nichts gesagt. Gradually, I began to hate them. Natürlich, von hier können wir uns die Burgruine ansehen. Wer will sich denn Ruinen angucken? Niemand! Magatsu Kyufusa. Magatsu Koya. Magatsu, Magatsu. Kakate Kui. Date Bayo. Du hast den Äther in einer Windätherquelle gebündelt. Und jetzt? Kannst du dich umbringen. Ah, endlich. Puh. Das ist mein Spruch. Jetzt nicht mehr. Fucking Mexican. Mexicano. Ich hoffe, dieser Tag kommt bald. Sage ich halt das nächstes Mal. Mhm. Halme Richtung Nordwesten. Halme. Jalme. Jalme und Malme. Malme? Mhm. Gibt's auch noch. Malme. Me. Was ist das? Sterbe ich, wenn ich jetzt hier runterspringe? Let's find out. Glück. Das neue Wag-Video. How many children can you get? Let's find out. Let's find out. Rette ich die Stadt und fick die Frau, die er sieht. Ist die Knastzeit wert? Definitiv. Nicht. Nicht.
278 Halme, so viele Halme gibt's doch gar nicht. Lasst eure Finger von meiner Schwester! Malme. Lasst eure Finger von meiner Schwester. Was ist da los? Schnell, lass uns nachsehen. Okay. Ja, das ist das Einzige, was gerade gesagt wurde. Hat die Schildkröten. Haben sie euch etwas getan? Wer bist du? Ja, Yukiri, jetzt mach mal nicht einen auf Ninja hier. Ihr seid es. Wir waren auf dem Rückweg von der Enklave. Dann sind sie wie aus dem Nichts vor uns aufgetaucht. Was wollen die denn nur? Ach, da ist eins. Nichts Gutes für dich. Kommandant. Wir müssen die Kinder beschützen. Ich helfe euch. Kommen die Ninja Turtles aus Japan? Nein. Gut. Kann ich es absolut nachvollziehen, warum das hier unsere Feinde sind. Gotta kill 'em. Stupid Ninja Turtles. Scheiße. Kumifornia kommt, glaube ich. Ja, dann. Japan mal wieder als richtig gut. Komm ich vor. Ich liebe das, wenn die Ninjas ihre Zeichen machen, ey, das ist so geil. Ich hätte lieber Würfel geworfen. Ich bin jetzt fressen. Jo, guten Appetit. Ja. Ciao. So, die machen uns keinen Ärger mehr. Es ist vorbei. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen.
Dank, Herr. Ihr habt uns das Leben gerettet. Vielen Dank. Bitte besucht uns doch mal in Namai. Ihr seid immer willkommen. Bis bald. Zum Glück ist den beiden nichts passiert. Ach, allerdings. Aber was haben die Kuchin bloß hier zu suchen? Normalerweise wagen sie sich nicht so weit aus ihrer Heimat. Das waren Rotpanzer. Meine Schwester hat sie angeworben, um für das Kaiserreich zu kämpfen. Wahrscheinlich verdingen sie sich seit dem Rückzug der galäischen Truppen als einfache Straßenräuber. Ein weiteres Beispiel für die Wirren, die Garle mal zu verantworten hat. Du redest, als hättest du nichts damit zu schaffen. Das wollte ich damit keineswegs ausdrücken. Ich bemühe mich bloß, die Lage nüchtern zu betrachten. Die Veränderungen, die ich anstrebe, erfordern Einsicht und Weitblick. Ich kann gut verstehen, dass ihr mir misstraut, weil ich ein Galear bin, aber ich meine es ernst mit der Reform. Mit euren Bemühungen, Garlemald durch Druck von außen in Schach zu halten, hattet ihr teilweise Erfolg. Aber meint ihr nicht auch, dass dauerhafte Veränderung nur von innen kommen kann? Und das sagst du, obwohl du die Dinge in Ishgard gesehen hast? Gut, aber das ändert nichts an meiner Entschlossenheit. Thank you.
Während ihr mit Asahi unterwegs wart, habe ich sie heimlich aus der Klause hierher geholt. Ich habe schon einmal das Schwert gegen sie geführt, um sie für ihre Verbrechen zu bestrafen. Der Schmerz sitzt noch tief. Ihre Sünden sind nicht gesühnt. Beim Kampf in der Burg ist sie ihrer gerechten Strafe entkommen. Doch als Herrscher von Doma ist es meine Pflicht, sie zu richten. Und das gedenke ich auch zu tun. Was habe ich denn getan? Ich erinnere mich nicht. Wenn ich etwas Schlimmes getan habe, dann sagt es mir. Bitte, ich will es wissen. Was ist das Wesen der Schuld? Steckt sie in unserem Körper, unseren Muskeln und Sehnen? Dann aber kann man den listigen Hintermann, der seine Schandtaten gewollt, aber nicht mit eigener Hand ausgeführt hat, nichts anlasten. Oder steckt sie in unseren Seelen? Verschwindet dann auch die Schuld, wenn einer seine Taten nicht mehr im Herzen trägt, weil er sich nicht mehr an sie erinnert? Worauf willst du hinaus, Gosetsu? Ich weiß es selbst nicht. Der Himmel hat mich vor dem sicheren Tod gerettet, aber er hat mir die Kraft über meinen Körper genommen. Und Tsuyu? Auch sie hat der Himmel gerettet, aber ihr die Seele geraubt. Warum? Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Es war der Himmel, meinst du? Dann werde ich die Entscheidung dem Himmel überlassen. Gosetsu, du wirst fürs Erste auf Yotsuyu aufpassen. Wenn ihr Gedächtnis am Tag des Gefangenenaustausches nicht zurückgekehrt ist, darf sie wie jede andere Domanerin ein freies Leben führen, als Tsuyu. Wenn sie sich aber erinnert, werden wir sie mit den anderen Gefangenen an die Galea übergeben. Sie hätte es verdient, in Doma bestraft zu werden. Aber die Heimkehr unserer Söhne und Töchter ist wichtiger. Einverstanden. Gut, gehen wir. Asahi wird bestimmt schon ungeduldig. Ich mache mir Sorgen um Gosetsu. Er hat sich verändert. Damit meine ich nicht seine Haltung gegenüber Yotsuyu. Ich meine seine körperliche Verfassung. Er hat stark abgebaut. Den Einsturz des Burgturms hat er nur wie durch ein Wunder überlebt. Und allein die Irrfahrt danach hätte die meisten Männer zu Tode erschöpft. Er hat noch nie sonderlich viel Rücksicht auf sich selbst genommen. Aber das war vielleicht sogar für ihn zu viel. Er gibt sich alle Mühe, seine Schwäche zu verbergen. Aber ich fürchte, in diesem Zustand kann er kaum sein Schwert sicher führen. Gosetsu und Yotsuyu sind auf gewisse Weise im Schicksal vereint. Es wäre ihnen zu wünschen, wenn beide aneinander genesen könnten. In der Zwischenzeit werde ich mir alle Mühe geben, den Frieden zu wahren, damit Gosetsu nicht so schnell wieder in die Schlacht ziehen muss.
Gesandter Asahi, ich danke dir für deine Geduld. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Aber nicht doch. Ich habe die Zeit genutzt, um etwas über Yansha zu lernen. Ein wunderschönes Land. Also, wie lautet deine Antwort? Ich verspreche, die Primae in Schach zu halten und stimme dem Gefangenenaustausch zu. Allerdings unter einer Bedingung. Es stimmt, dass sich Yotsuyu in unserer Obhut befindet, aber es gibt ein Problem. Und was für ein Problem soll das sein? Den Einsturz der Burg Doma hat sie wie durch ein Wunder überlebt, aber sie hat dabei ihr Gedächtnis verloren. Sie erinnert sich nicht einmal mehr an ihren Namen. Ihre Vergangenheit ist ausgelöscht. Wir betrachten sie nicht als Gefangene, sondern als gewöhnliche Domanerin. Heißt das, dass ihr sie nicht ausliefern werdet? Hier ist die Bedingung. Wenn Yotsuyu bis zum Gefangenenaustausch ihr Gedächtnis wiedererlangen sollte, werden wir euch eure Statthalterin übergeben. Verstehe. Und wenn sie sich nicht erinnert, bleibt sie als eine von euch in Doma. Eine unbedarfte Frau mit kindlicher Freude an Reisklößen würde bei deiner Rückkehr ohnehin wenig Eindruck machen. Reisklöße? Das hatte ich mir allerdings anders vorgestellt. Also gut, ich gestehe ein, dass der Vorfall mit dem Luftschiff in der Rubinsee meine Verhandlungsposition geschwächt hat. Ich akzeptiere die Bedingung. Yotsuyu ist aber nicht nur die ehemalige Statthalterin, sondern auch meine Schwester. Dürfte ich darum bitten, mit ihr unter vier Augen zu sprechen, ehe ich nach Galemal zurückkehre? Selbstverständlich. Bring ihr Reisklöße mit. Sie wird sich freuen. Yugiri, bring den Gesandten zu seiner Schwester.
Gesandter Asai, wir wünschen dir und deinen Begleitern eine angenehme und sichere Rückreise. Vielen Dank. Mein Aufenthalt in Doma war höchst erfreulich. Ich sehe gespannt unserem Wiedersehen beim Gefangenenaustausch entgegen. Maxima, bereite das Luftschiff zum Abflug vor. Wenn ihr gestattet, möchte ich zum Abschied ein paar persönliche Worte an die Kriegerin des Lichts richten, um mich für ihre Gesellschaft zu bedanken. Heldin der Wilden. Du sollst wissen, dass ich dir nie verzeihen werde. Haben wir dich endlich. Es war gar nicht so leicht, dich in die Enge zu treiben. Verdammte Barbaren! Als würde mein Leben einen Unterschied machen! Ihr werdet mit diesem Aufstand gar nichts erreichen! Es wird nicht lang dauern, bis Verstärkung eintrifft und euch niedermacht! Ergebt euch und erkennt die Herrschaft des Kaiserreichs an! Wir lassen uns von keinem etwas sagen. Und erst recht nicht von einem elenden Vaterlandsverräter. Genug. Bringen wir es zu Ende. Was war das? Es ist nur einer. Tötet ihn! Danke. Das war Rettung in höchster Not. Das ist also das Schwert eines Samurai. Nicht übel. Gibt es noch mehr, die Widerstand leisten? Was? Ja. Der Haupttrupp der Aufständigen unter dem Kommando von Kayen. Er befindet sich in der Enklave auf der anderen Seite des Flusses. Ist er stark, dieser Kayen? Er war der König von Doma und soll ein Meister des Schwertkampfs sein. Ich hoffe nur, er erweist sich als würdige Jagdbeute. Wer um alles in der Welt war das? Ja, weißt du das denn nicht? Das war Prinz Zenos, Befehlshaber der 12. Legion. Ich hatte schon von seiner Stärke gehört. Aber das gerade war ja das reinste Gemetzel.
Das war also Prinz Zenos. Gefällt dir nicht, was du gesehen hast? Aber wenn du mir auch nur ein Haar krümmst, wird es niemals Frieden geben. So töricht bist du doch nicht, oder? Du hast es gewagt, die Waffe gegen meinen Herrn und Meister zu erheben. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ich werde mich an dir rächen. Verlass dich drauf. Du bist so bleich im Gesicht. Was hat Asahi dir gesagt? Das hast du in seiner Vergangenheit gesehen? Asahi ist ein Diener Zenos. Ich hätte wachsamer sein sollen. König Hien, was wollt ihr jetzt tun? Keine Sorge. Ich hatte die ganze Zeit über meine Zweifel. Mir war klar, dass auch die Popularen nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Aber ich werde alles darum geben, den Gefangenenaustausch doch noch durchzuführen. Die verschleppten Domaner waren nicht nur Zwangsrekruten, sie waren auch Geiseln. Und ich habe den Aufstand angeführt, obwohl ich dadurch ihr Leben in Gefahr brachte. Aber ihr hattet keine andere Wahl. Vielleicht. Trotzdem habe ich ihr Leben bewusst aufs Spiel gesetzt. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich werde mir diese Chance, sie nach Hause zu holen, nicht entgehen lassen. Deshalb habe ich mich auf diesen Handel eingelassen. Ihr seid ein guter Herrscher, König Hien. Und du? Du hast dir einen ziemlich gefährlichen neuen Feind gemacht. Mit dem werden wir noch unsere Freude haben. Thank you.
kannst du dich wirklich an gar nichts mehr erinnern, Schwester? Schwester? Wer bist du? Wir kennen uns schon lange. Ach ja, ich habe dir etwas mitgebracht. Ein alter Spiegel. Sieh hinein und erinnere dich daran, wer du einmal warst. Also, hübscher kleiner Spiegel. Zeig es mir. Zeig mir, wer... Eure Exzellenz, wie fühlt ihr euch? Ich habe keine Beschwerden. Du kannst gehen.